Bis ich daher, gell? Ja, was denn los? Ich verstehe das alles nicht. Wer ist denn jetzt Kanzler? Marianne, beruhig dich. Kann ich nicht. Ich hab doch die Zahlen hier. Lass uns das mal analysieren. CDU. Verkackt. Ist so. Aber nur mal ernst. Ist eng. Wie meine Hose nach dem Grillen bei Diekmanns. Ist eng. Ist ein Krimi. Ist ein Tatort, wer Kanzler wird. Krieg Puls von unglaublich. Lindner ist auf jeden Fall jetzt King of Kotelett. Der entscheidet, wer Kanzler wird. Ist er das? FDP 12%. Der entscheidet, wer DSDS gewinnt. Der... Topmodel. Boni... Die Linke. 5%. Vielleicht sind die draußen. Selber schuld. Ist so. Wir brauchen die NATO, wenn die Isländer angreifen. NATO auflösen, so ein Blödsinn. Aber wer wird denn jetzt Kanzler? Mit 15% hat Baerbock das verbockt, die wird's nicht. Scholz oder Laschet? Mr. Emotion Scholz liegt ja so ein bisschen vorne. Bisschen weiter vorn? So bisschen aber nur. Aber dann ist doch alles klar, Mr. Emotion wird Kanzler. Aber er muss ja noch eine Koalition zustande bringen. Und wenn die SPD was zustande bringen soll, dauert das erfahrungsgemäß immer ein bisschen länger. Hä? Das wird eine Ampel werden. Hast du zu viel Eierlikör getrunken? Was redest du? Das wird rot, grün, Was für eine Ampel denn? Sag mal hier, Ampel. Die Farben. Grün? Nee, zuerst kommt... Gelb. Rot. Nicht bei den Ampeln, die nur zwei Dinger haben. Marianne, ich rede von einer ganz normalen Ampel. Das ist auch eine Ampel. Die Dreierampel. Gelb, rot, grün. Nee, rot, gelb, grün, so. Aber vom Ergebnis muss ja rot, grün, gelb eigentlich. Ja, eigentlich, ja. Wir können doch unsere Ampeln nicht alle ändern. Die Rentner werden doch totgefahren. Marianne, du verstehst das nicht. Du willst die Ampeln ändern, finde ich nicht gut. Der Wahlabend ist noch lang, aber Scholz wird mit Grün und Gelb eine Regierung bilden. Und wenn nicht? Dann macht er Rot-Rot-Grün. Geht doch gar nicht. Wie bei geht nicht? Gott hat meine Gebete erhört, geht nicht. Ja, wunderbar. Eine Rot-Rot-Grüne Ampel, wie hätte man das den Autofahrern erklären sollen? Du bist so blöd. Und wenn er keine Regierung bilden kann? Dann kommt der schlimmste Albtraum. Andi Scheuer. Laschet. Hä? Und dann macht er Schwarz-Gelb-Grün. Wie soll das denn gehen? Das kommt ja... auf die Überhangsmandate an. Erklär mal. Stell dir mal vor, du hast ein Mandat. Wo krieg ich denn sowas her? So, nun hast du in deinem Wahlkreis mehr Mandate, als Wahlzettel da sind. Okay. Und wenn du dann die Direktmandate mit den Briefwählern ins Verhältnis setzt. Ich glaube, ich bin raus. Dann hast du... ein Überhangsmandat. Ganz schön kompliziert. Ich bin da auch nicht sofort durchgestiegen. Aber irgendwann bist du drin in der Materie. Aber hast du gesehen, was der Laschet gemacht hat? Hat er wieder gelacht. Mit dem Wahlzettel? So doof kann man doch nicht sein. Lässt sich bei der Wahl fotografieren, aber knickt den Zettel nicht. Unglaublich. Der hat den Zettel nicht geknickt. Also entweder ist er zu blöd, dass er das nicht wusste. Das wird sein, brauchst nicht weiterreden. Oder... der hat das absichtlich gemacht und damit gegen das Wahlgeheimnis verstoßen. Der muss Ärger kriegen. Disqualifikation. Ohne Armbrot ins Bett, das muss er. Wenn der Spitzenkandidat der CDU-CSU falsch wählt, dann sind automatisch alle anderen Stimmen für die CDU auch ungültig. Ist das so? 97 habe ich mal als Wahlleiterin im Kreis Süderbrarup habe ich mal gearbeitet. Ja? Ich bin da vom Fach, Marianne. Ich kenne mich da doch aus. Alles ungültig. CDU-CSU darf nicht mehr antreten. Wirst du sehen, kommt bald ein Brennpunkt. Wahnsinn. Und Rosenheim-Cops werden wieder verschoben. Ja. Danke, Merkel. Marianne, ich muss, mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Linseneintopf mit Würstchen und Brot. Kann ich nicht. Aber ich mache alles, das was in so einem Topf ist, Inhalte. Da kommen so, so bestimmte deutsche Kartoffeln so und so was. Komm da rein. Krieg Herpes von. Ja, dann gute Besserung. Dir auch. Muck dat. Muck dat.